Ja, wir haben gerade gesungen, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Und das ist richtig, aber glaube ich häufig falsch interpretiert. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Meine Geschichte ist sehr mit vielen Höhen und mit vielen Tiefen. Ich bin als Drogenabhängiger zur Welt gekommen. Meine leibliche Mutter war Alkoholikerin und tablettenabhängig und hat in der Schwangerschaft entsprechend getrunken und Tabletten genommen. Und so bin ich als Baby als Drogenabhängiger zur Welt gekommen. Und bin dann ins Heim gekommen mit meinem Bruder, mit meinem leiblichen Bruder zusammen, war fast 3 Jahre im Heim und bin dann von wunderbaren Eltern adoptiert worden. Mama und Papa. Für mich sind das meine Eltern, ich kenne nichts anderes, deswegen ist auch dieses Bild, dass Gott uns annimmt wie seine Kinder, für mich so real und so stark, weil ich das selber in meinem Leben, im natürlichen Leben erlebt habe. Und meine Mutter hat sich tatsächlich, als ich 8 Jahre war, in Hamburg in der Petrikirche bekehrt. Da war damals ganz, ganz viel los und viele Leute sind in die Gottesdienste gekommen und Gott hat sich bewegt und meine Mutter hat sich dort bekehrt. Und kurze Zeit später wir, mein Bruder und ich und auch mein Vater. Somit habe ich mein Leben mit 8 Jahren Jesus hingegeben und habe angefangen, ihm nachzujagen und habe gesagt, Jesus, ich möchte mein Leben für dich leben. Aber ich glaube, wie mit vielen bei uns, ist es so, dass plötzlich der Alltag kommt. Und dass plötzlich wir Kompromisse in unserem eigenen Leben eingehen, wo wir zwar wissen, Gott liebt mich, aber meine eigenen Entscheidungen können mich trennen von Gott. Nicht von der Liebe, weil er liebt uns, egal was du tust, egal wo du bist, egal was du getan hast, egal ob du ein gutes Leben lebst oder ein schlechtes Leben lebst. Gott liebt dich. Aber trotzdem können wir durch unsere eigenen Entscheidungen uns von Gott abwenden. Und das habe ich persönlich in meinem Leben so häufig getan. Die Bibel spricht darüber, dass wir mit Christus gestorben sind. Das heißt, wenn wir unser Leben Jesus hingeben, dass nicht länger ich lebe, sondern er lebt in mir. Und wisst ihr, was das Problem in meinem eigenen Leben gewesen ist? Dass ich mich selber immer wieder reanimiert habe. Mich selber von den Toten in Anführungsstrichen auferweckt habe durch die Sünde. Und dann fing ich an, der Schmerz, der noch da war in meinem Leben, von der Verlassenheit von meiner leiblichen Mutter und von diesem Schmerz, fing ich selber an, in Drogen hineinzugehen. Und bin in Häuser eingebrochen, habe Leute auf der Straße überfallen. Innerlich wusste ich irgendwo, es gibt Gott und dieser feste Glaube war in mir und auch in deinem Leben. Vielleicht hast du dein Leben Jesus gegeben, aber du merkst, da sind Dinge, die dich quälen, die dich herausfordern. Und ich sage dir, Jesus rennt dir nach, so wie er mir nachgerannt ist über viele, viele, viele Jahre. Immer wieder, immer wieder, immer wieder ist er mir nachgejagt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Aber wir müssen entscheiden, dass wir uns nicht länger unseren Rücken ihm zukehren und weglaufen, sondern dass wir eine Entscheidung tun. Buße bedeutet, ich kehre um von dem Weg, den ich gegangen bin, auf den Weg des Lebens. Und ich möchte jeden Einzelnen hier und heute ermutigen, ob du gläubig bist oder nicht, ob du bereits die Entscheidung getroffen hast, für Jesus zu leben oder nicht. Ich muss selber immer wieder in meinem eigenen Leben, selbst heute, wo ich offiziell einen Pastorentitel habe, wo ich häufig predige und Menschen von Jesus erzähle, muss ich mich trotzdem jeden Tag neu prüfen. Ist das Leben, was ich lebe, wirklich für ihn oder ist es doch mehr für mich? In der Welt geht es so häufig um mich. Was tut dir gut? Was ist gut für dich? Wo kriegst du deine Kraft? Was tut dir gut? Oh, das Essen, das tut mir gut. Oh, wenn ich jetzt hier ins Kino gehe, oh, das tut mir gut. Und unser ganzes Leben in so vielen Facetten ist darauf aufgebaut, dass es uns gut geht. Aber wisst ihr,
Wenn wir als Gläubige, wenn wir Jesus unser Leben hingeben, dann geben wir unser Leben auf. Und das Gute darin ist, indem wir unser Leben aufgeben, kriegen wir sein Leben geschenkt. Und das ist das größte Wunder. Das größte Wunder, was wir erleben können. Denn nicht länger lebe ich. Und gerade auch in den letzten Wochen haben wir viele Herausforderungen gehabt. In meinem eigenen Leben. Wenn ich mich ausziehen würde, dann würdet ihr sehen, mein ganzer Rücken ist voll mit weißen Punkten. Mein Bein hier, ich habe hier einen riesen Bluterguss und mein ganzes Bein ist voll mit komischen Punkten. Und manchmal frage ich mich, Herr, was ist hier los? Was ist hier los mit meinem Körper? Was ist los? Ich werde langsam älter. Ich bin jetzt 44 Jahre. Gut, die meisten würden schmunzeln und sagen, der junge Mann, der soll mal aufhören zu reden. Aber du merkst plötzlich, du hältst an deinem eigenen Leben fest. Und was ich in den letzten Tagen immer mehr merke, ist, Herr, ich möchte nicht mehr mein eigenes Leben leben. Ich möchte nicht mehr mich darum kümmern, dass es mir gut geht, sondern dass es dir gut geht. Denn ich weiß, die Verheißung ist, dass wenn mein Leben für ihn ist, dass er mir bereits schon alles gegeben hat. Und wir dürfen einem Gott dienen. Und ich möchte euch alle ermutigen, wir dürfen einem Gott dienen. Ingrid, du darfst einem Gott dienen. Christian, du darfst einem Gott dienen, der dir so viel mehr Freude geben möchte, als du dir jemals in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. In der Drogenzeit, und vielleicht kannst du das reflektieren. Wir sind auf der Suche gewesen nach diesem Frieden, nach diesem, ich möchte doch endlich zu Hause ankommen. Ich möchte endlich an diesen Ort kommen, wo ich mich geborgen fühle, wo ich mich sicher fühle. Und ich habe viele Drogen ausprobiert und ich habe viele Freundschaften ausprobiert. Aber all das hat mir nicht den Frieden und die Sicherheit und die Geborgenheit gegeben. Und hier zu stehen, so wie Britta das schon gesagt hat, es entspricht nicht meiner Natur. Ich bin normalerweise auch nicht jemand, der sich hinstellt auf den Marktplatz und anfängt laut zu sprechen. Da habe ich eher Angst vor. Aber indem, dass wir das tun, uns selber verleugnen, ist so viel Freude, so viel Frieden, so viel Freiheit. Und ich möchte dich ermutigen, diese Freiheit heute neu, ich sag das mal ganz, ganz förmlich, zu schmecken. Wie ein gutes Steak. Wer von euch isst gerne Steak? Ingrid, Vegetarier? Was isst du gerne, Ingrid? Cevapcici, okay. Stellt euch mal vor, Ingrid, ein gutes, leckeres Cevapcici. Das tut richtig gut. Und das möchte Jesus in eurem Leben tun. Und ob du dein Leben bereits Jesus gegeben hast oder nicht, ich möchte dich ermutigen, dass du neu zurückkehrst zu ihm. Wirklich dein Leben ihm hingibst. Denn er möchte dich füllen mit kompletter Freude, mit kompletter Herrlichkeit. Und selbst wenn wir in unserem Leben Herausforderungen begegnen, ist er doch unsere Freude. Denn er sagt, in den Schwachen ist er mächtig. Da, wo wir selber schwach sind, da, wo ich selber keine Kraft habe. Christian, du hast mir vorhin gesagt, boah, ist gerade herausfordernd. Genau an den Punkten, da ist er stark. Amen. Gerade da, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass Gott uns genau an den Punkt bringen möchte, dass wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Denn genau an dem Punkt hat er die Möglichkeit zu sagen, hier bin ich, denn ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja.